Bei der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt hat es sich zur langjährigen Tradition entwickelt, dass man zusammen mit einigen Kameraden Silvester bei der Feuerwehr feiert. Eine Mannschaft, 9 Mann, bleibt einsatzbereit. Die Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt befinden sich seit 1981 auf der Hauptfeuerwache. Von hier aus fährt die Lebenstedter Wehr bis zu 150 Einsätze verschiedenster Art pro Jahr. An Silvester beginnen die meisten Einsätze erst nach Mitternacht. Hier einige Beispiele. 1.21 Uhr. Alarmierung durch digitalen Meldeempfänger und Wachdurchsage. Die Kameraden legen ihre persönliche Schutzausrüstung an und nehmen die digitalen Handfunkgeräte für die Kommunikation an der Einsatzstelle mit. Das Fahrzeug fährt aus der Fahrzeughalle über den Hof und die Mannschaft sitzt auf. Innerhalb von 30 bis 60 Sekunden ist die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt unterwegs. Heute vor allem zu Kleinbränden in Lebenstedt und darüber hinaus zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Salda bei einem Heckenbrand in Salda. Es folgt der nächste Einsatz. Ein Sammelbehälter brennt hinter einem Einkaufszentrum in Lebenstedt. 9 Mann sind im Einsatz. Danach geht es direkt zu einem weiteren Brand in der Swindenstraße. Den vermutlich höchsten Schaden in dieser Nacht richtete die Explosion des Fahrkartenautomaten am Bahnhof Lebenstedt an. Vermutlich wurde er mit einem Feuerwerkskörper gesprengt. Die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt hilft zusammen mit der Berufsfeuerwehr, die Anlage stromlos zu schalten und damit Gefahren für Passanten auszuschließen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Einsatzbereitschaft an Silvester für die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt und die Bürger des Stadtteils eine richtig gute Sache ist.